Quan Chis Niederlage nahm mir alles. Monatelang half ich seinem Plan und musste nun von vorn beginnen. Saido lag noch immer in Ketten. Da trat Rain an mich heran. Er floh vor Imperatorin Melina und brauchte dringend Hilfe. Ich hatte genug von Zauberern. Doch dieser hier war anders. Ich gewährte ihm Zuflucht. Er wollte helfen, Saidos Regierung zu Fall zu bringen. Und das taten wir. Rain beschwor eine Welle, die so groß und mächtig war, dass sie die Hauptstadt und Saidos faschistische Herrscher hinwegfegte. Mein Volk ist endlich frei. Nun können sie ihren eigenen Weg wählen, müssen nur auf ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse achten. Sie leben im Segen der Anarchie.